tun. Der kann nämlich im Augenblick tatsächlich nur links, rechts fahren. Oder vorwärts, rückwärts, je nachdem, wie du die Kamera stellst. Ich finde das cool. Der kann auch nicht drehen oder neigen. Das kommt aber definitiv, weil in der App ist es sozusagen schon vorangekündigt. Also die Funktionen sind schon sozusagen einprogrammiert. Ich stehe auf sowas. Der Hersteller Sepron hat mir schon versichert, eigentlich hätte das Ende des Jahres schon kommen sollen. Aber wegen Corona hat sich ja vieles verzögert. Und da hoffe ich, dass Sepron mir wieder die Möglichkeit gibt, es zu testen. Weil das ist wirklich extrem gut. Ja, wie gesagt, das ist jetzt ein Jahr her oder es ist mittlerweile tatsächlich schon eine ganze Weile mehr als ein Jahr, fast schon anderthalb Jahre her, wenn man es genau nimmt. Da habe ich darüber gesprochen, dass es ein super Slider ist, aber dass ihm etwas fehlt, nämlich diese Dreh- oder diese Panoramadrehbewegung und diese Neigebewegung. Das ist endlich verfügbar. Hurra, hurra. Sepron hat mir das Produkt auch zugeschickt, kostenlos. Aber mir nicht vorgeschrieben, was ich dazu sage. Und wie immer gibt es hier meine Meinung, ganz einfach, simpel und ungeschminkt. In diesem Kästchen kommt es an, so schaut es aus. Das ist jetzt das komplette Paket, also Pons PT heißt es, oder Pons PT. PT steht für Pan and Tilt, also für Pan, das ist die Panoramaachse, und Tilt ist die Neigungsachse. Pons PT heißt dieses Produkt und aus diesen im Wesentlichen zwei Teilen besteht es. Das ist der eine Kopf, der Rotationskopf. Das ist der Kopf mit einem Tiltarm für die Neigungsachse. Die kann man nachher zusammenbauen, zeige ich euch jetzt gleich. Erster Eindruck, wenn du die Dinge auspackst, wenn du das Paket schon in die Hand nimmst, das ist schwer. Jedes dieser beiden Teile wiegt fast ein Kilo. Die haben also richtig Gewicht und passen demnach sehr gut zu dem Slider, weil das ist alles super hochwertig gebaut. Metall, hochwertiger Kunststoff, so Schmeichelgummi hier oben drauf. Also kein billiger Scheiß, sondern wirklich hochwertigste Materialien. Was machen wir damit? Wir fangen einfach mal an, das zusammenzubauen und schrauben diesen Panoramakopf, der hier unten so einen Schrauber hat, einfach mal auf den Slider drauf. Und wenn man sich die anschaut, wird man feststellen, dass die diesem Motor von dem Slider teilweise recht ähnlich sind. Also von der Optik her und auch so von den Tasten her, die haben nämlich alle haptische Tasten, sind die diesem Motor sehr ähnlich. Und die werden auch mit den gleichen, NP-Akkus betrieben. Und zwar tatsächlich selbst mit diesen kleinsten NP-Akkus. Du kannst größere reinmachen für längere Laufzeiten, aber die kleinen tun es vollkommen, die tun vollkommen ihren Job. Und damit ist das Ganze natürlich ein bisschen kompakter, als wenn man da so einen dicken NP-Akku rein oder drauf montiert. Hier einmal Akku, da einmal Akku und bei dem anderen auch da einmal Akku. Da kommen wir aber gleich dazu. Jetzt zieht Opa mal wieder die Brille auf, damit er besser sieht bei den Dingen, die näher dran sind. Jetzt habe ich hier dieses Teil drauf. Wenn ich jetzt den Slider anschalte und wenn ich den Kopf anschalte, funktioniert das auf die gleiche Art und Weise. Der Slider hat haptische Knöpfe, um ihn hier zu bewegen. Das kennt ihr schon vom letzten Video. Und das gleiche hat dieser Kopf auch. Da kann ich ihn in Drehbewegung versetzen. Beim Slider führt das dazu, dass ich den Slider ohne das Handy zu benutzen natürlich wirklich auch nutzen kann. Wenn der Drehkopf, der Panoramakopf dazu kommt, ist das nicht mehr wirklich praktikabel, da machen wir uns nichts vor. Es hat aber trotzdem einen guten, sinnvollen Grund, kommen wir auch gleich dazu. Du musst das dann schon, wenn du diese zwei Module steuerst und später auch die drei Module steuerst, musst du das schon mit der App machen. Das zeige ich euch dann auch gleich. Aber es hat, wie gesagt, durchaus einen Sinn und einen Grund, warum auch dieser Kopf haptische Knöpfe hat. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Hier oben eingelassen, das ist sehr schick gemacht, sind die üblichen Stativschrauben. Da kann man mit dem Finger dran drehen oder man macht es mit dem Schraubenzieher. Ich habe es mit dem Finger gemacht, geht, wie man sieht. Und da kann ich dann meinen Kugelkopf für meine Kamera draufschrauben. Kamera mit der mitgelieferten Aquasys-kompatiblen Basisplatte drauf. Und schon kann ich das Ding natürlich bewegen und hier auch drehen lassen. Momentan mache ich das eben, wie man sieht, manuell.
was nicht zwingend sinnvoll ist. Wie üblich gibt es bei solchen Dingen natürlich eine App. Und diese App ist komplett neu entwickelt. Die gab es für den Slider im letzten Video, also vor gut anderthalb Jahren schon. Und da hat sich ja schon angekündigt, dass in der App die Möglichkeit bestehen wird, diese Pan-and-Tilt-Köpfe zu verwenden. Das geht jetzt. Und das ist soweit auch recht schick gelöst, finde ich. Relativ einfach. Ich fahre den Slider jetzt einfach mal mit der App an eine Startposition. Das soll reichen. Ich drehe den Kopf einfach eine Runde. Das soll reichen. Dann drücke ich einen Wegpunkt, speichere sozusagen die Position. Dann fahre ich den Slider an die zweite Position. Man kann die übrigens nicht bewegen, wenn der Motor aus ist. Das ist, ja, das wäre schöner gewesen, weil es dann vielleicht ein bisschen schneller gegangen wäre. Aber es ist kein Showstopper. Nehmen wir diese Position, machen einen zweiten Wegpunkt, also speichern die zweite Position, klicken auf Loopen und dann starten wir das Ganze. Und dann beginnt das Ganze von alleine zu fahren und natürlich das Video aufzunehmen. Das ist sozusagen das typische Setup für eine Interviewsituation. Und wenn das hier jetzt so ein bisschen brummt, dann ist das nicht das Gerät. Das ist schon das Gerät, aber es liegt nicht daran, dass das Gerät so brummt, sondern dass es hier bei mir auf dem Tisch so ein bisschen vibriert. Das ist nicht ideal. Da könnte man eine Tröhnmatte drunter legen oder es vielleicht einfach auf eine stabile Oberfläche stellen, zum Beispiel auf dem Stativ montieren. So, und dann fährt das jetzt. Ne? Solange ich nichts weiter ändere, fährt das jetzt. Ich kann die Geschwindigkeit hier in der App natürlich regeln. Ich habe das jetzt hier auf 50% stehen. Wenn ich das anhalte, kann ich die Geschwindigkeit verändern. Und dann fährt es eben entsprechend schneller. Was man gerade bei der schnellen Geschwindigkeit jetzt gut sehen kann, ist, dass, und da ist tatsächlich ein bisschen Nachbesserungsbedarf, dass am Ende der Bewegung das Ganze, das sieht man jetzt gleich, relativ abrupt stoppt und relativ abrupt wieder anfährt. Das sollte in der App per Firmware-Update, für wie auch immer App-Update, noch geändert werden. Das Problem ist aber bei Zeppelin auch bekannt und ich gehe davon aus, dass es in Kürze geändert wird. Es ist kein Showstopper, aber besser wäre, wenn es noch ein bisschen smoother auslaufen würde. Gut, stoppen wir das Ganze mal und schauen uns mal den weiteren Kopf an. Und ja, montieren. Hier mit dem Montagearm wird das einfach hier dran gesteckt, zack, dran geschraubt. Dann schalten wir das mal gerade ein. Dann verbinden wir das natürlich mit der App, dann können wir das steuern. Die Kamera hat jetzt, wie gesagt, diese Basisplatte unten dran, die ist auch so ein bisschen magnetisch, das ist ganz nice gelöst. Und dann schraube ich die mal hier dran. Und dann kann ich natürlich das Ganze wieder programmieren. Fahr dahin, den lassen wir mal so. Die Bewegung machen wir mal nach unten. Ja, jetzt kippt diese ganze Geschichte hier. Wegpunkt 1. Dann fahren wir das Ganze wieder auf die Seite. Ich mache das jetzt ein bisschen, ich kürze das jetzt ein bisschen ab. Dann drehen wir das in die andere Richtung und neigen den Kopf nach oben und sagen, das ist Wegpunkt 2. Und starten das Ganze. Und dann bewegt sich der Slider, der Panoramakopf und der Neigungskopf genau in der Art und Weise, wie ich es programmiert habe, vollautomatisch. Und das Ganze auch bei Bedarf im Loop oder auch als Timelapse übrigens. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil ich das tatsächlich selbst nicht getestet habe. Ich bin nicht so der Timelapse-Mensch, aber auch das kann man machen. Man kann Timelapses programmieren, dann braucht es ein Kamerakabel, muss die Kamera halt mit dem Kopf verbinden sozusagen, mit der Technik, und dann kann man Timelapses machen. Das Ganze funktioniert natürlich auch auf einem entsprechenden Stativ in der diagonalen oder in der dieser geneigten Bewegung oder sogar auch so. Oder da könnt ihr alle möglichen Sachen machen. Die Tragkraft dieser Geräte ist enorm. Die Tragkraft, die horizontale, also von oben aufgelegte Tragkraft dieses Panoramakopfs, liegt laut Aussage des Herstellers bei irgendwas um die 50 Kilo.
wenn es euer Stativ aushält. Das ist natürlich eine absolut irrsinnige Zahl. Das halte ich auch für einen Marketing-Gag, weil kein Mensch braucht 50 Kilo von oben. Also was für eine Kamera willst du da draufschrauben? Und was für ein Stativ willst du da brauchen? Wie das dann in der Diagonalen ausschaut, das hängt von vielen Faktoren ab. Es hängt natürlich auch davon ab, wie stark die Neigung ist und so weiter. Aber das kann schon ganz gut was tragen. Das Gesamtpaket ist, wie gesagt, jetzt aber auch schon nicht mehr ganz leicht. Muss man immer mit berücksichtigen. Und was ganz, ganz wichtig ist, ihr braucht ein wirklich stabiles Stativ und ihr braucht auf dem Stativ auch einen wirklich, wirklich stabilen Stativkopf, der diese ganze Konstruktion auch wirklich halten kann. Ich habe jetzt hauptsächlich Kugelköpfe, ich habe einen Videokopf, das ist nicht übermäßig hochwertiges, der schafft das ab einem bestimmten Winkel nicht mehr. Also da brauchst du schon echt was Robustes, weil es wiegt eben anständig was und wenn da jetzt was Größeres noch als M50 drauf ist, wird es halt nochmal schwerer. Aber egal. Auf jeden Fall, das ist das, was tatsächlich gefehlt hat. Der Missing Link sozusagen, der Slider allein war schon gut. Mit dieser Kombination extrem gut. Ich persönlich brauche den Neigungskopf, also den hier, eher selten. Und ja, ich brauche das hauptsächlich für Interviewsituationen. Und da reicht mir natürlich diese Kombo hier. Und wie gesagt, Kugelkopf drauf und dann die Kamera drauf montiert. Und dann ist das ideal. Da kann man richtig, richtig, richtig schicke Sachen mitmachen. Wirklich professionelle Interview-Szenen filmen und das vollautomatisiert. Mega, mega gut. Jetzt haben wir gesagt, der kann noch was. Das zeige ich euch jetzt noch, indem ich ihn hier mal abschraube. Und das finde ich auch ziemlich cool, weil das ist etwas, was ich mir durchaus schon länger gewünscht habe. Das stellen wir mal hier auf die Seite. Ja, und jetzt haben wir hier diesen Kopf. Der hat hier unten ja diese gummierte Fläche. Da kann ich den schön auf den Boden stellen. Und wie gesagt, der hat ja diese haptischen Knöpfe hier. Den kann ich ja ein- und ausschalten. Und wenn ich jetzt hier zweimal drücke, dann fängt er an, sich automatisch zu bewegen. Wozu ist das jetzt gut? Na, ganz einfach. Du hast jetzt einen vollautomatischen Drehteller. Und damit kannst du super coole Produktaufnahmen machen. Ich stelle jetzt hier zum Beispiel mal dieses historische Zoom-Objektiv drauf. Und das dreht sich von alleine. Und das ist mega cool für Produktshots. Ich kann jetzt hier natürlich noch irgendwie einen Teller drauflegen, den ich entsprechend mir organisiere. Das kann auch eine Schallplatte sein. Kennt ihr Schallplatten noch? Ne, das sind diese Dinger vor Spotify. Also ganz weit vor Spotify. Oder irgendwas anderes. Kann auch einfach ein Brett sein, was auch immer. Oder auch vielleicht gar nichts. Vielleicht tut es das ja auch so. Auf jeden Fall, diese Funktion gibt es quasi gratis mit dazu. Ich finde es total cool, weil ich hatte einen Drehteller. Ich habe einen Drehteller, so eine transparente Kuchenplatte, aber natürlich unmotorisiert. Und das ist nicht wirklich praktikabel. Das ist wirklich richtig cool. Also, du bekommst zu dem Pan & Tilt Head ja, auch noch ein Drehteller, einen vollautomatisierten Drehteller mit dazu. Und das gefällt mir richtig gut. Nochmals, alles super hochwertig, funktioniert alles tipptopp. Kleine Schwächen in der App, die könnte insgesamt ein bisschen robuster sein, finde ich. Die Sache mit dem relativ abrupten Stopp und wieder Anfahren am Ende von der Loop-Bewegung, da solltet ihr daran arbeiten, Seppern, aber ihr wisst das. Ja, kommen wir mal zum Preis. Das Ganze ist zugegebenermaßen kein Budgetprodukt. Auch das Slider ist kein Budgetprodukt. Das ist halt hochwertiges Material. Wir gucken einfach mal, was der Spaß aktuell auf Amazon kostet. Und das Gesamtpaket, also der Neigungskopf und der Panoramakopf in diesem Päckchen, kostet aktuell 665 Euro. Ohne den Slider natürlich. Nur der Kopf alleine kostet 295 Euro. Das ist nicht günstig und es gibt andere Hersteller, die sowas in der Art auch herstellen. Edelkrone ist da beispielsweise wahrscheinlich die Referenz. Aber die sind ganz sicher nicht günstiger. Im Gegenteil, die sind sogar noch einen Ticken kostspieliger. Also, ist es das wert? Ja, wenn du sowas brauchst, wenn du sowas haben willst, ist es das sicherlich wert, weil es wirklich hochwertig gebaut und kein billiger Schrott. Es ist kein Budget, kein Budgetprodukt, es ist keine, nichts, was man sich mal eben aus dem Klimpergeld bezahlt. Aber wie gesagt, wenn du professionell Timelapses machen willst oder
Motion Timelapses natürlich, wenn du professionell Interviewsituationen filmen willst oder einfach schicke Produktaufnahmen oder einfach mal ein bisschen andere Kamerasequenzen als aus der Hand oder mit dem Gimbal, dann ist das ein super Produkt, das super gut funktioniert und meine absolute Empfehlung hat. In diesem Sinne, das war's. Ich lasse das historische Teil hier noch ein bisschen drehen. Wir sehen uns im nächsten Video, hoffe ich, und bis dann. Ciao.